Hallo, wir sind Jacqueline und Janis vom Kanal Wenn Vagabunden und heute haben wir für euch ein Food Diary aus dem Van. Ist vielleicht nicht die gesündeste Woche gewesen, aber war auf jeden Fall lecker. Wir zeigen euch, was wir 7 Tage immer abends essen, weil wir immer das Doppelte kochen und das dann mittags nochmal essen. Am ersten Tag haben wir Spaghetti Bolognese gegessen. Dazu haben wir einfach die Zwiebel angebraten mit ein bisschen Öl. Dann das Hack hinzugegeben. Und am Ende passierte Tomaten und jede Menge Gewürze. Salz, Pfeffer, Kräuter der Provence. Am Ende haben wir dann noch veganen Käse gerieben, sodass es eine super leckere Mischung wurde. Für das perfekte Curry ist es immer schlau, am Anfang Zwiebeln mit Ingwer und Knoblauch in Öl an. Und unser Gemüse. Und zwar Brokkoli, Karotte, normale Kartoffel, ich weiß nicht genau welche Sorte, und Süßkartoffel. Und das dann alles am Ende mit einer Paste abgeschmeckt, die zeige ich euch dann noch und fertig ist das leckere Curry. Und das hier ist übrigens die Paste, die wir benutzt haben. Wir haben keine Currypaste, weil die leider alle mit Fischsoßen waren. Aber diese hier ist vegan und schmeckt richtig geil. Und so sieht jetzt das fertige Curry aus. Und zwar sind da jetzt am Ende nur noch Paprika reingekommen, die Paste verrührt mit der Kokosmilch und Reis. Der müsste eigentlich auch fertig sein. Heute gibt es bei uns Brot, also unspektakulär, und dazu noch ein paar Oliven. Auf das Brot kommt Salat, Gurke, Tomate. Und hier ist leider die Plastikabteilung. Olivani ist eine vegane Margarine hier. Die ist auch ohne Palmöl, was uns auch wichtig ist. Das hier sind scharfe Salamischeiben. Die sehen so aus, schmecken echt gut. Das hier ist ein Block Käse, also Cheddar Cheese. Und das hier haben wir zum ersten Mal gefunden, weil hier gibt es irgendwie nicht viele Aufstriche. Ist so ein Aufstrich mit Spinat und Basilikum, was so ein bisschen wie Feta schmecken soll. Und damit schmieren wir uns jetzt Brote.
An diesem Abend essen wir Salat mit Kopfsalat, Tomate, Gurke, Avocado und Paprika. Und dazu braten wir noch ein bisschen Tofu an und eine Zwiebel. Und das Ganze essen wir mit Nudeln mit Pesto. Das hier ist das Pesto. Und die Vollkornnudeln kochen hier gerade. Heute essen wir mal wieder Burger. Dafür haben wir Burger gekauft, die sind super lecker. Haben hier vegane Mayonnaise, Senf und schon hier Sachen aufgeschnitten. Und eine Zwiebel ist schon in der Pfanne. Und als Burgerbrötchen-Buns nehmen wir einfach Brotscheiben, weil wir haben jetzt gerade keine Brötchen. An diesem Abend gab es Wraps. Da haben wir Hummus drauf geschmiert und ein bisschen Avocado. Dazu haben wir dann ein bisschen Gemüse drauf getan, also ein bisschen Paprika, Karotte, Gurke und Salat und ein paar angebratene Tofu-Würfel und haben uns die dann schmecken lassen. Das sind jetzt die gekochten Nudeln, die kommen ganz am Ende da in die Gemüsepfanne. Das war die gesamte Woche mit dem leckeren Essen, was wir uns immer abends gekocht haben. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und wenn dies der Fall war, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Wir laden jede Woche ein veganes Video hoch, eigentlich immer jetzt mittwochs. Freitags gibt es meistens ein Überraschungsvideo von uns zu irgendeinem Thema und sonntags einen Vlog aus Neuseeland. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.